tausend Lichtjahre von der Erde entfernt, auf einem Planeten bekannt als die ferne, ferne Weite, beginnt Beatrix Lebeau ihren ersten Tag als Slime Ranger. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Slime Ranger. Ja, einige haben vielleicht schon über dieses Spiel gehört, es ist ja, glaube ich, ziemlich berühmt. Es ist ja auch schon ein paar Jahre draußen, aber wie ich finde, doch immer noch ein nicht zu unterschätzendes Spiel. Ja, weiß nicht, wahrscheinlich haben tatsächlich sehr viele eine grobe Ahnung, worum es diesem Spiel geht. Und zwar im Grunde genommen ist es ganz einfach. Man hat hier diese Slimes, ganz viele verschiedene. Das ist jetzt zum Beispiel ein Pink Slime. Und diese Slimes, wenn man sie füttert, erzeugen Plots, die man dann verkaufen kann. Das sehen wir auch schon ein Plot. So. So. Und diese Plots können wir jetzt packen und hier reinfeuern. Tada! Und wir haben diese Geld. Jetzt haben wir eben statt vorher eben 250, jetzt 263. Und was man hier auch ganz schön sieht, ist eigentlich, wir haben jetzt zum Beispiel einen schlechten Preis für Pink Plots. Und da sieht man eben, wie gerade so der Kurs ist, ob er steigt oder fällt. Und es ist eben immer unterschiedlich. So, aber jetzt würde ich sagen, da die Pink Slimes die Slimes sind, die man als erstes hat, sind es natürlich auch die schlechtesten Slimes. Und deswegen, wir kommen die jetzt mal gleich weg, weil das lohnt sich am Ende des Tages nicht. Nee. Ja, also hier hat man so ein bisschen Map. Ich glaube, wir schnappen uns gleich ein paar Rotten. So. Weil die brauchen wir nämlich später. Wir müssen ja die Slimes irgendwie füttern. Nur zum Beispiel schon 12 Stücks. Und was natürlich auch ein großer Bestandteil von Slime Ranger ist, ist das Kreuzen von Slimes. Und man kann verschiedene Slime-Arten kreuzen. Dadurch braucht man einen lebenden Slime oder einen Plot. Zum Beispiel den da. Das sind natürlich jetzt alle Pink Slimes. Die kann man natürlich nicht mit sich selber kreuzen. Das geht nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Zu denen kommen wir auch noch später. Die sind auch ganz wichtig. Aber hier hat man zum Beispiel jetzt Feldslimes. So, davon brauchen wir jetzt mal 5 Stück. Hoppala. Hoppala. So, hoppala. Hallo. Jetzt komm mal. Okay, jetzt haben wir 5. So. Das ist gut. Jetzt nehmen wir mal den Pink Plot und hier haben wir einen Feldslime. Jetzt werfen wir den mal zu. Und jetzt frisst er den und nochmal so kann man dann Slimes kreuzen. So. Wir haben jetzt aber noch keine Plots. Und ich habe ja relativ viele Pink Plots schon fallen gelassen, weil wir Plots von diesen Slimes hier haben wollen. Da spawnen aber immer nur ganz wenig. Hier drüben, da spawnen ein bisschen mehr. Und da versuchen wir jetzt auch unsere Plots zu holen. So. Wir sammeln jetzt gleich zusätzlich auch noch ein paar von diesen Meat Slimes ein. Mehr brauchen wir nicht. So. Ah, jetzt hat er den aufgegessen. Weil die Meat Slimes mögen nämlich nur Fleisch. Das ist das Problem an denen. So, jetzt gib mir nochmal einen. So, zack. Gut. Ein Meat Slot. So. Da sind nochmal ein paar. Sind natürlich keine Hühner mehr. Gut. Ich glaube, wir geben die Feldslimes auf. Wir holen uns, glaube ich, lieber Felsplots. Das ist verlässlicher. Aber den Plot lassen wir auf jeden Fall da, weil den können wir ja verkaufen. Und der Preis ist ungefähr gleich geblieben. Da sieht man zum Beispiel auch eine Pink- und Meat-Kreuzung. Oh, da ist eine Kartenmarkierung. Also wenn wir die aktivieren, dann erforschen wir einen größeren Teil von der Karte. Gut, jetzt. Ist es endlich. Der hat wenigstens was gegessen. Bist du was? Ja. Jetzt geht es weg. So, dann du frisst doch bestimmt auch was. Ja. Gut so. So, jetzt brauchen wir noch 2. Frisst du noch was? Nein. Frisst du noch was? So. Sammeln wir hier einfach noch ein bisschen was ein. So. Frisst du noch was? Nein. Mann, okay. Wir machen kurz einen kleinen Cut an der Stelle und dann sehen wir uns, wenn ich die Plots alle habe. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier 5 Meat Slimes. 1, 2, 3, 4, 5.
Oft muss sie nicht rausfliegen und dann. Was macht denn ihr da draußen? Das finde ich jetzt überhaupt nicht nett von euch. Ja, wie viel kostet ein Netz drüber? Fangnetz 420. Okay, gut, dann das jetzt mal füttern. Machen wir hier noch einen zweiten draus. Jetzt müssen wir uns mal ganz schnell drum kümmern um 420. Und der Geldanhalt hier zu bekommen. Okay. Fangnetz, Fangnetz, Fangnetz. Oder machen wir erhöhte Mauer? Ne, die können ja so hochspringen. Wir machen lieber ein Fangnetz. Ach, jetzt habe ich die anderen Plots auch. Also gut. Wir werden sie schon mit der Zeit hier da finden. Okay, gut. Damit haben wir unsere erste Leimfarm. Ihr seht, das Fangnetz funktioniert auch ziemlich gut. Jetzt, der nächste Punkt wäre jetzt eigentlich warten. Hühnchen, komm her. Ah ne, stopp, das nächste Punkt wäre nicht warten. Es gibt noch einen Punkt dazwischen. Aber den können wir, glaube ich, im Moment uns nicht leisten, denn wir brauchen noch einen Garten. 250, gut. Eine Karotte behalten wir jetzt mal im Inventar, weil dann können wir nämlich den Garten eröffnen. Aber solange wir das nicht können, würde ich sagen, schlafen wir. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, oder? Dann ist wieder heller. So, jetzt sehen Sie mal Mail. Ja, ich glaube, wenn ihr das sehen wollt, dann stoppt ihr einfach. Ich scroll die einmal durch, weil ich habe keine große Lust, das ganze Zeug jetzt durchzulesen. Erstens ist bloß irgendwie verbraucht es bloß wertvolle Zeit. Und zweitens, naja, es interessiert mich jetzt nicht so arg. So. Essen, gut. Den Meatspot schnappen wir uns jetzt und verkaufen ihn gleich. Wie sieht denn der Preis aus? Der Preis ist sogar gestiegen auf 23. Ja, auch gut. Wir haben ja noch zwei Karotten, die kommen dann auch mal da rein. Gut, hoppala. Ah, jetzt habe ich drüber hinausgeschossen. Das sieht fast aus, als wäre das Fangnetz gar nicht mehr da. Doch, ist noch da. Ich weiß, ich war kurz nicht gerendert. Ich habe mich dann schon gewundert. Also, ihr seht auch, man kann sich so anziehen. Natürlich ist es bei solchen Slimes sehr gefährlich, die dir Schaden machen können. Bevor wir mal sehr schnell sterben. Jetzt haben wir doch schon einiges. So, da ist jetzt noch ein Meatsplot. So. Okay, gut. Also ihr seht, ich war jetzt mehrfach wirklich auf 60 runter von den HP. Das ist echt kein Spaß. Meatsplots sind im Preis gestiegen. Weltsport, aber wir brauchen das Geld. Naja, weiß ich alles. Das macht ja auch keinen Sinn. Später, wenn wir Silos haben, können wir das lagern auf besseren Preis. Aber momentan macht es einfach keinen Sinn. So, Garten. Ich pflanze mir Karotten ein. So, gut. Nee. Dann machen wir ein Foto noch schnell davon. Nee, das war aus dem Weg. Hörst du mich nicht dazu? So. Gut, Foto. Aber ich würde sagen, an der Stelle beenden wir jetzt mal die Folge. Ich hoffe, für eine erste Folge hat es euch jetzt gefallen. Und dann sehen bzw. hören wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.